Kommen wir noch vielleicht zu den Öffnungsschritten, zu dem, was jetzt passiert weltweit. Das ist ganz unterschiedlich. Die Schweiz, wenn wir jetzt bei uns in Vorarlberg oder in den Nachbarn bleiben, die haben über Nacht jetzt sozusagen mehr oder weniger alle Regeln abgeschafft, waren davor auch schon ein bisschen lockerer. In Österreich wird es jetzt Anfang März soweit sein. Das heißt, da werden die Maskenpflicht wird fallen, die Sperrstunden, die Einschränkungen auch bei den Veranstaltungen und so weiter. Das heißt, wir werden eine mehr oder lockere Bestimmung haben, als wir sie jetzt jemals in den letzten 2 Jahren hatten. Fast tatsächlich bis auf wenige Ausnahmen, wo noch die Maske gilt, sozusagen diese Rückkehr zur Normalität, auch so ein unsäglich geflügeltes Wort. Wir haben gerade vorher noch kurz gesprochen, auch in den USA gibt es ja da von Staat zu Staat Unterschiede. Sie haben gesagt, in Kalifornien war es gestern soweit, oder wenn ich mich richtig erinnere, dass die Maskenpflicht jetzt in der Öffentlichkeit gefallen ist. Aus Sicht eines Biochemiker, aus Sicht eines Experten, ist das tatsächlich der richtige Weg zu diesem Zeitpunkt, ein notwendiger Weg, oder wäre man, wenn man es persönlich sieht, vielleicht noch ein bisschen skeptisch? Ja, ich muss jetzt sagen, wenn ich zurückschaue, wo ich das erste Mal gelesen habe, dass der Omikron sehr viel mehr infiziös ist, habe ich gedacht, das ist eine gute Nachricht. Weil mit einem sehr infiziösen Virus, der brennt sich schnell durch die Bevölkerung und dann sind wir dann ist er fort. Und das ist genau das, was in den USA passiert ist. Wir haben die maximale Infizierungsrate war ungefähr Mitte Januar. Und seit dort ist es rapid abgetrieben. Und ich denke mir, in 2, 3 Wochen von jetzt sind wir die minimale Infektionszahlen. Und wie Sie gesagt haben, ein paar Staaten haben die Maskenpflicht abgesagt. Und das ist hier in Kalifornien passiert am Mittwoch dieser Woche. Und deshalb ist natürlich immer schwierig, Vorhersagungen zu machen über die Zukunft. Niemand weiß, was passiert. Es könnte natürlich möglich sein, dass noch eine andere Variante auftaucht. Aber ich denke mir, wenn Sie mich heute über meine Meinung fragen, ich denke mir, Mitte März ist der Corona vorbei. Nicht total, es gibt immer noch Bevölkerungsschichten, wo Ausbrechungen, wo es Infektionen gibt, aber für den Großteil der Bevölkerung ist es vorbei. Das bin ich überzeugt.